Hallo Leute, willkommen zurück zur Sky Family und ich habe den Tro heute mit dabei. Und liebe Leute, ich habe heute den Danger mit dabei. Danger. Hallo, hallo, hallo. Und wir gehen auf den Server 3, 2, 1, go. Danger hat hoffentlich einen Timer. Ja, habe ich. Und falls Wenn ich du ja manchmal so reinschaust in meine Parts, weißt du ja, dass ich aufnehme und da eigentlich direkt sofort schon joine. Also ich, Also ja, gut, dann nimmst du den Aufnahmetimer. Naja, nee, aber weil ich da wirklich keine Sekunde dann noch mit großem Hin und Her gequatsche. Ja, so. Verschwende, sag ich mal so. Das kann man alles auch in der Aufnahme dann erklären, wenn man es nicht vergisst, natürlich. Ja gut, aber in der Aufnahme soll man sich auch die Aufnahme konzentrieren, also sollen die Zuschauer sich auf das Wesentliche konzentrieren, ja, zum Beispiel Cobblestone abbauen, das ist sowas von spannend, nervenaufreibend, ja. Da ist selbst ein The Last Guardian oder ein Last of Us oder was weiß ich nicht, Final Fantasy 15 ein Witz dagegen, so spannend ist das. Final Fantasy 15, ganz brandneu, kann man schon fast sagen. Es ist ja jetzt raus, ne? Ja. Warte, dass es für den PC rauskommt oder für die Switch? Du wolltest doch einen Eimer, wo bist du eigentlich? Ach da. Ich will einen Eimer, ich möchte reinkotzen. So, warte, den packe ich jetzt erstmal ganz kurz hier in meine Ender Chest. Falls ich runterfalle. Was hast du denn vor? Ich baue hier meinen See weiter, dass wir endlich mal angeln können. Ach, ein See baut er weiter. Das fehlt uns noch tatsächlich sogar. Ja. So. Oh, wer ausbricht, stirbt, ne? Lasst es euch eine Warnung sein, ihr blöden Schafe. Hast du gesehen eben gerade schon, dass die Hühnchen weg sind? Das stimmt, das wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Also. Es ist mir allgemein aufgefallen, dass du mal. Du rennst über die tatsächlichen Sachen drüber. Ich fand das so geil in deiner Folge, wo du dich gewundert hast, wo die Ender-Chest ist und springst 20 Mal drüber. Ja, also. Ja, das ist so, weil ich halt so. Hin? Ich denke, boah, 15. Minuten, ne? Willst du viel schaffen? Wobei ich jetzt eigentlich auch nur gerade blöd rumglotze. Also ist das dann halt. Ich glaube, ich muss mal hier diesen Dschungelbaum abbauen. Ja, der Holz wird, für mein Baumhaus. Der wird gerne abgebaut. Ich brauche den auch noch irgendwann. Bloß die Sache ist halt die, dass immer manchmal teilweise echt zu wenig Setzlinge rauskommen und manchmal viele. Boah. Ich habe extra dann. Fast wieder abgestürzt. Weil ich ja der verantwortlich für die Dschungelsetzlinge bin, habe ich ja extra. Ersatz-Setzlinge bei mir in meiner Ender-Chest. Ja, ich habe jetzt auch zwei extra, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das, sofern es mal wirklich zu einem Notstand kommen sollte. Was? Achso, du bist das. Ich dachte gerade, was passiert denn da? Ja, ich will mir jetzt direkt noch eine Axt machen. Oh, fehlt nur einer. Dann stehe ich sonst dann oben auf dem Baum und, Dann baust du wieder mit der Hand ab. Meine Güte, das nennt man eine Handarbeit. Nee. Das dauert doch. Das ja, ist doch unnütz. Unnütz. So. Wie viele Folgen hast du jetzt eigentlich schon, Sky Family? Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich achte ja eigentlich sonst mal drauf. Bei mir ist das jetzt gleich die 84. Folge. Ich weiß es nicht genau. Aber ich bin. Die Woche komme ich auch über die 80. Aber ich frage mich nicht genau wann. Ich hab Kohle! Ich hab Kohle? Ja, schön. Ich hab, egal. Ich hab ja mir letztes Mal ganz viel Kohle gemacht. Hey, geht auch da hoch. Also ich pack's ja doch relativ gut. Das, also nur nach dem Wochenende ist immer schwierig. Wenn da mal viel los ist, dann kriege ich dann montags nichts hin, so direkt. So. Aufpassen, nicht, das geht runter als Segel. Ein Segler mache. Absegler. Ja. Abseiler. Jawohl. Weiß man noch nicht ganz. Am wenigsten bringt der Kev, ne? Aber der hat ja auch schon angezogen. Da kommt jetzt wohl ein oder zwei Folgen mehr in der Woche. Ne, der bringt doch schon immer drei Folgen in der Woche. Mehr ja, wollte er jetzt eigentlich nicht machen. Nee. Ich dachte, Nein. Er hätte gesagt, dass er jetzt 5 bringen will oder so. Mich jetzt aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
Er wollte doch woanders anziehen, jetzt mehr Folgen bringen. Wäre natürlich wünschenswert, sagen wir es mal so, dann geht es hier nochmal schneller voran. Und nächstes Jahr kommen ja auch die Neuen dazu. Neue dazu? Ja. Ah, ich habe übrigens einen coolen Weihnachtsskin, ne? Also wenn du da auch noch welche kennst, die von deiner Seite aus mitmachen würden. Beispielsweise von Dinecraft. Falls es da irgendwelche gibt, die da auch sowas machen. Ja, die spielen eigentlich mehr so PvP-Sachen. Gibt's ja hier dann auch, ne? Kennst du das PvP-Event? Naja. Das ist ja. Aber damals hatte keiner irgendwie so Zeit dafür. Da hatte ich ja mal ein bisschen rumgefragt bei denen, die einen YouTuber-Rang haben. Aber. Kann ja nochmal ansprechen, Leute. Ich wollte sagen, jetzt sind ja ein paar Folgen veröffentlicht. Jetzt können sie auch bei dir mal gucken. Die gucken ja auch eh bei dir. Ich hoffe es zumindest, ne? Ja, gut, also. Du hast ja mindestens ein View schon mal von mir, ne? Ja, also. Es gibt auch schon so die üblichen Verdächtigen, wo man dann auch merkt, die gucken es dann immer, ne? Das kriegst du mit der Zeit auch raus. Gerade von den Kommentaren, dann hast du doch immer mal Kommentare, das sind dann aber doch dieselben Leute, da weißt du, okay, das sind die, die das verfolgen auch und für ja. Die machst du es dann wenigstens nicht umsonst, ne? Genau. Das ist ja auch das Wichtige. Und jetzt bei dem Monatsvoting kannst du auch nicht das falsche Voting einbinden. Ja, das ist halt wie mit dem Montagsaufnehmen oder Sonntags. Das ist so ein bisschen schwierig für mich. Und da verpeile ich dann auch solche Sachen halt. Ist ja nicht schlimm. Dafür hat man ja einen Projektleiter, der es dann beobachtet. Ja, am Anfang war es noch schlimmer. Ich glaube, es hat sich schon gebessert, dass ich nur noch in einem Part vergesse oder so, wenn es wirklich dann so zwischen Tür und Angel hochgeladen wird. Ja, es passt. Die Fackeln lasse ich erstmal noch. Los mit dem Wasser. Oh mein Gott. Vielleicht muss ich den Rand noch abbauen. Und sehe ich da oben, habe ich übergelassen. Eieieiei. Ja, jetzt musst du da hoch. Kletterst du nicht auf der Seite hoch? Weiß nicht, ob es noch. Komme ich da ganz hoch? Da würdest du hochkommen, ja, aber dafür musst du erstmal dadurch einmal hochbauen. So, jetzt brauche ich wieder Wasser. Brauchen dringend nochmal einen neuen Eimer, oder? Ein Eimer einer Sky Family. Ich habe mir überlegt, wir hatten 4 oder 5 Eimer. Ja. Zwei hat allein der Pox schon mitgenommen. Ich glaube, ich habe auch einen auf dem Gewissen. Ich bin überhaupt, glaube ich, erst einmal gestorben, wenn ich mich nicht jetzt irre. Bin ich wirklich nur einmal gestorben und das durch ein Skelett? Ich bin nur durch Skeletons gestorben. Nur. Oder es war zweimal durch Skelett. Also runtergefallen noch nicht, obwohl das an der Kante, da habe ich jedes Mal Respekt davor. Dass du dann nochmal kurz einen Zittrigen hast und dann abrutscht, dann liegst du unten. Ja. Oh, jetzt geht das hier los, ey. Cool. Ich hoffe, jetzt habe ich wirklich das ganze Holz mitgenommen da oben. Nice. Nett. Wie machst du das denn? Ah, oh, das Wasser gefriert ja. Nein. Da müssen wir noch einen Deckel drüber bauen. Ja, Dach drüber, ansonsten spawnen hier Monster. Ja, doof. Jetzt erstmal hier wieder Fackeln platzieren, sonst spawnen echt Monster. Wird ja auch schon dunkel, ey. Doof. Wollen wir erstmal ganz kurz schlafen gehen? Ja, können wir machen. Haben wir ja hier gleich um die Ecke. Ich habe ja auch hier ein drittes Bett aufgestellt. Einfach damit das mal gleich aussieht. Ja, toll. Symmetrie ist alles. Deswegen legt sich der Dachs immer in die Mitte. So, jetzt muss der Thron neben mir schlafen. Kann er gar nicht mehr ausweichen. Also am besten, wir machen es direkt wie bei der Farm, oder? Nee, warte mal, das können wir doch noch. Ist das jetzt eigentlich so ein bisschen aus Tropenholz gemacht? Aber ey, hast du gar keine Setzlinge? 3 Stück gerade. Ja, mehr kommen auch nicht runter, weil du ja vergessen hast, abzubauen.
Ist da echt nur einer drin? Da sind jeweils in der Mitte noch einer drin, ja. Oh nein. Doch. Ich habe ja auch noch drei, so ist es nicht, aber. Ja, sag ich doch. Warte mal, wo war das andere? Das war da drüber direkt irgendwie. Naja, direkt da drüber, sei mal dahingestellt, aber. So, ich komme dir mal von unten nach, ich baue dir mal die ganzen Dinger unterm Fußboden weg, ne? Fußboden. Siehst du, bei dem oberen war nämlich keiner mehr drin. Echt? Von hier so aus. Weil der decadet gar nicht. Kommt noch. Also hier, wo ich jetzt bin, da war es so, aber da drüber nicht mehr. Nee, aber gar nicht, dass du. Warst du noch gar nicht an der Mitte? Autsch. Ach, hä? Warst gar nicht an der Mitte. Oh. Ich hab schon gewundert, das sah doch viel größer aus gerade noch. Ach nö, meine Spiele kaputt. Oh, wie weit er da kommt. Guck mal, dass du dann gleich auch entsprechend, ne? Setzlinge bekommst. Ja, immer noch drei habe ich. Oh. Halt, obwohl, das wollte ich ja auch. Erstmal brauche ich jetzt noch eine neue Axt. Mach das so, wie der Danger das gesagt hat. Das Dach da drüber setzen. Ja, Tropenholz hätte ich gleich genommen jetzt hier. Ja, daraus kann ich. Nein! Nein, nein, nein! Oh. Kannst du da durchfallen? Oder ist unten zu? Unten ist zu. Bist du des Wahnsinns? Toll, jetzt hat sich der Danger hingestellt. Ich hab mal daneben. Ja, nee, da baust du nichts. Nee, nee, nee. Oh. Da drüber bin ich dann. Ich seh halt grad, da unten fehlt noch hier die Kante, ne? Da ist der Ablauf, damit es sich überläuft. Was wollte ich? Genau. Eine Axt. Hast du hier Truppensetzlinge? Achso, nee, du musst ja nochmal nach oben. Oh, da ist ein Truppensetzling drin. Oben? Ja, der kommt gleich runter. Na ja, komm. Komm runter, komm zu Papa. Ach, da. Möchte mal holen, bevor der despawnt. Nee, das despawnt ja nicht. Ist bei mir schon passiert beim letzten Mal. So, vier Stück, wunderbar. Dann setze ich die gleich schon mal. Wo denn? Wo denn? Ach da. Nee, kann ich ja noch gar nicht setzen. Nicht, dass es mich hier ein baumiert. Oh, Danger, was machst du denn da ganz oben? Ja, dann bin ich hier Baum. Du bist gleich mit ihm nach oben gewachsen, damit du ihn schnell abbauen kannst, ne? Ja, ist auch nicht Sinn und Zweck. Vor allem, weil das Schaden gibt. So. Scheiße. Ja, machen wir doch noch einen Steinbaum, das wäre cool. Ja, klar, also kennst du den nicht? Den Steinzaunbaum? Steinzaunbaum? Guck. Den kenne ich nicht. Alles gerade schon zu Eis wird. So, ich habe noch. Willst du die Holzdach drauf machen? Ja, das reicht ja, aber. Ich in Slabs nicht das ganze Ding machen, ne? Sonst spawnen da oben welche drauf. Naja, ich habe hier auch nur Slabs gerade. Und Tropenholz oder was? Ja, ist ja eh genug da davon. Nute haben wir noch in etwa. Oh, halt, der passt ja gar nicht hier. Man kann es ja ruhig überstehen lassen, sieht halt ein bisschen. Nee, nee, das hat nichts mit Überstehen. Ja, klar, das ja, aber das hatte nichts mit Überstehen zu tun. Das hatte was damit zu tun, dass ich einfach nur blöd war. So, du hast sogar noch einen höher gebaut hier. Nö, einmal nur drumherum, einfach. Okay, egal. Ach, ich hatte sogar noch welche davon. Oh, bei mir sagt jetzt meine Uhr schon 30.
Ja, halbe. Folge noch. Genau. Ja gut, eigentlich können wir auch so langsam runter. Mal hier den Block weg. Ich versuche jetzt noch schnell das hier wegzumachen. Ja, das ist auch noch drin. Ach so, wir haben ja eher am Anfang ein bisschen länger gebraucht, als wie wenn ich starte. Ja, das ist klar. Wenn das dann alles zu ist, dann passt das. Gut, dann gehe ich mal vom Server. Yep. Ich bedanke mich schon mal bei dem Danger, aber ihr seht ihn, glaube ich, in der nächsten Folge schon wieder. Und ich sage, ich bin heute rein. Tschö, tschö. Haut drin, bis dahin. Tschüss.